Aber dann schauen wir uns doch mal an, was bedeutet das? Was bedeutet Fluchtursachen bekämpfen? Das heißt auch, dass man nicht Menschen in anderen Ländern aufgrund der Handelspolitik, die man als Europäische Union betreibt, den Existenzboden unter den Füßen wegzieht. Aber das ist genau das, was die Europäische Union, beziehungsweise ich würde da die Europäer, wie wir sie nennen, die Europäerinnen ein bisschen ausdifferenzieren. Weil wir haben ja trotz allem auch in unserer europäischen Wirtschaftsweise, in der kapitalistischen Wirtschaftsweise, die obersten 5%, die stets profitieren und die restlichen 95%, die buckeln und hackeln, aber am Ende des Tages nicht das bekommen, was sie eigentlich erwirtschaften. Und die Handelspolitik, die ist genauso der Europäischen Union darauf ausgerichtet, dass genau diese 5% wieder profitieren. Ich gebe euch ein ganz kurzes Beispiel. Die Europäische Union hat ein Freihandelsabkommen mit einigen westafrikanischen Staaten ausgehandelt, zum Beispiel mit Ghana, was dazu führt, dass komprimierte Händelfleischreste nach Ghana verschifft werden und subventioniert werden, sodass die gepressten europäischen Händelreste billiger sind am ghanaischen Markt als das Händel vom ghanaischen Bauern aus der Hauptstadt Accra. Das bedeutet, dass was wird dem ghanaischen Händelbauer überbleiben? Es wird ihm nichts überbleiben, außer irgendwann einmal sich zu überlegen, was könnte man sonst tun? Von dem her glaube ich schon, dass die Europäische Union und dass Europa einen sehr, sehr großen Anteil daran hat, nämlich den Menschen auch in Verhandlungen rund um Freihandelsabkommen auf Augenhöhe zu begegnen und nicht die Ausbeutung, die von den obersten 5% in Österreich, wie in Europa, wie auf der ganzen restlichen Welt betrieben wird, aktiv zu fördern und so eigentlich Menschen die Existenzgrundlage unter ihren eigenen Füßen wegzuziehen. Ich bestreite gar nicht, dass es auch solche Fälle gibt, aber es ist nicht das grundlegende Problem. Das, ist sehr das wohl, grundlegende Problem ist Bad Government. Das sind keine Demokratien in diesen Staaten, das sind totalitäre Staaten, wo Potentaten ihre Bevölkerung auspressen und das Geld, das in diese Staaten fließt, meistens in die eigene Tasche gewirtschaftet wird. Aber genau deshalb soll ja kein Geld fließen. Genau das ist ja der Ansatz. Es soll ja kein Geld fließen, sondern es soll wirtschaftspolitisch so gehandelt werden, dass nicht die Profitmaximierung der obersten 5% im Zentrum steht, sondern die Interessen, die tatsächlich dort die Bevölkerung vor Ort hat. Das ist ja das, was Sie sagen. Wir sollen kein Geld hinschicken, weil das wird untreut, das wandert in ungare Taschen, was ja auch völlig okay ist. Und genau deshalb muss man bei dem Hebel ansetzen, wo man wirklich ansetzen kann und wo man auch langfristig die Art, wie wir wirtschaften und die Art, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Also zu viel Kapitalismus ist die Fluchtursache und deswegen müssen wir den irgendwie zurückfahren. Wir müssen nicht zurückfahren, wir müssen ihn langfristig überwinden.